Und ich reise halt mit meinen Kumpels hier durch die Gegend, verkaufe Sachen oder töte Monster, was man so tut. Ich das Ganze angefangen habe, man muss ja nur zugeben, das Hobby ist nicht jedem so zwangsläufig bekannt. Da ist das ganz häufig verwechselt worden. Es konnte sich keiner was darunter vorstellen, dass man sich verkleidet, dass man sich auch bewaffnet. Und ganz häufig wurde ich dann gefragt, ja, rennst du wieder mit den anderen Irren durch den Wald? Weil ich, ja, mit den anderen ja, irre jetzt eher weniger. Ich bin sowieso schon ein Mittelalter-Nerd oder auch Fantasy. Und zum einen reicht es mir nicht nur immer, das im PC-Spiel auszuüben oder in Büchern, in der Fantasie auszuleben, sondern das halt so auszuleben, auszuspielen, wie man es auch immer nennen möchte, bietet halt nochmal einen zusätzlichen Reiz an. Mich fasziniert am LARP, dass man einen bestimmten Charakter hat, den man sich selber aussuchen kann. Und die Geschichte kann man nachverfolgen. Das ist quasi einfach wie eine Rolle, die man spielt, die fesselnd ist, die einen selber überzeugt, wo man Lust hat, das mitzuerleben, was als nächstes passiert. Die Spielregeln davon.